heute habe ich die Fairy Books. Gestern habe ich sie bekommen, gestern am Samstag. Ich glaube, die kostet 25 Euro im Monat und habe keine Ahnung, was drin ist. Also, packen wir es mal gemeinsam aus. Hm? Hier sind die Preise drauf. Und die Box ist immer dieselbe. Ich finde die süß. Wo ist denn das kleine Vögelchen hier? Okay, mal gucken, was da drin ist. Die haben immer diese Peanuts. Okay, jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich die einigermaßen rausbekomme hier. Okay, fangen wir mal an mit dem ersten. Das ist heute ziemlich schwer. Oh, hier ist ein Intim-Waschgel von Bioturm. Noch nie was von denen gehört. Ist Naturkosmetik ohne synthetischen Duft und Farbstoffe, PEG und Paraffinöl. Sehr schön. Also ich habe schon öfters was gehört von Intim Waschgel, dass es eigentlich nicht so gesund wäre, weil hier unten rum, das tut sich normalerweise ja natürlich säubern. Natürlich muss man waschen, aber dass man dann vielleicht, das ist, kann viel zu aggressiv sein. Also ich weiß es nicht. Ich meine, das ist jetzt sehr, also ist seifenfrei. Okay, gut. Und solange kein Sulfate drin, nein, keine Sulfate. Gut, dann kann ich das nehmen. Sulfate sind sehr schlecht. für deine Haare und für Haut und so. Okay, wow, das ist nicht so. Eine Trinkschokolade bekomme ich heute. Oh, die sieht aber toll aus. Das ist von, ich weiß ich auch nicht, Kokolade. Trinkschokolade, Bio-Kakao und Bio-Kokos-Blütenzucker. Das ist süß, der kleine Bär, der kleine Panda-Bär. Gut, reicht für 25 Tassen. Da muss ich da mal wieder Kakao trinken. Sehr schön. Ja, in dieser Box kriegst du ab und zu immer noch was zum Essen oder trinken. Dann, das sieht Anti-Stress, Bio-Raumspray. Hey, super, nochmal ein Spray. Ich habe im anderen Video ja auch ein Kissenspray bekommen. Das riecht so gut nach Blume. Mal gucken, wie das hier riecht. Was ist das? Naturduft. Immer gut. Das ist alles hier normalerweise Bio und natürlich in der Box. Das kenne ich. Ich weiß nicht, was ist denn da drin? Ja, ach, das ist Lavendel mit Mandarine. Ja, weiß nicht, ob das so eine tolle Kombination ist. Riecht okay, aber. Ja, dann haben wir mal was. Okay. Ach, die Lady Green, das kenne ich schon. Ich glaube, da habe ich schon mal was bekommen. Und zwar war das in der Mia-Box. Genau, in der Mia-Box gab es mal 4 Produkte von Lady Green. Und eines davon war das. Das gibt also ein Geschenk. Dann sehe ich ganz unten noch was. Oh je, ist das klein. Das ist wahrscheinlich für die. Ah, das ist eine Deo-Creme. Ich bin klein. Guck mal. Okay, Deo-Creme. Indian Bless. Ich weiß, meine Schwägerin mag die so gern. Ah, das kriegst du nicht auf. Das ist so klein. Ja. Aha, oh je, okay. Es riecht aber gut. Okay, sehr schön. Okay, und ich dachte, das war's dann aber schon. Ja, da kriegst du eigentlich nicht so viel Produkte. Ach, dann habt ihr mal wieder Coupon für das Waschgel und dann, das ist fürs Deo. Und was war das dann noch für die Kokolade? Da habe ich jetzt gerade richtig Lust drauf. Okay, gucken, was das gekostet hat. Uno momento. Por favor. Okay, so, was war das? Entschuldigung. Die Kokolade hier kostet 5,99. Okay. Entschuldigung. Steht drauf, wie viel das Ganze wert ist heute? Nicht, bis jetzt noch nicht. Okay. Dann das, okay, das ist die kleine, die Reisegröße. Okay, und das ist wie viel? 15 Milliliter? Wie stehst du denn drauf? Müsste schon sein. Da ja, 15. Das kleine Ding kostet 6,90. Was? Wow! Dann Anti-Stress.
Stressraumspray von Tauahassee. Das kostet 8,90 und das heißt, dass ein bis zwei Sprühstöße reichen bereits für eine angenehme Duftentfaltung. Okay, wie vielleicht gesagt, 8,90, ja. Dann gibt es das Pur Bio Cosmetic Eyeshadow. Ich habe doch kein Eyeshadow. Doch. Okay. Jetzt noch mal das auf dem Boden liegt. Okay, von wem ist das? Ach, das habe ich schon mal was bekommen. Oh, das ist schön. Das ist das erste, glaube ich, Make-up, was ich bekommen habe. In drei Boxen. Okay. Ah, guck mal an. Oh, boy. Oh, ja. Sehr schön. Das sieht, der ist pink und da ist was Silber. Ja, toll. Das benutze ich auf jeden Fall, obwohl ich nicht so gerne einzelne Lidschatten benutze. Aber ja, ach so. Wie viel kostet das, Baby? Okay. Die rosa Schimmel, Originalgröße, 7,69 für einen kleinen Lidschatten. Okay. Dann haben wir noch das Waschgel. 9,95. 10 Euro für das. Wow. Der Bio Cranberry Soft hat dazu einen positiven Einfluss auf die Harnwege und lässt sich richtig bären. Okay, ja, Cranberry ist sehr gut für die Blase, aber dass das jetzt hilft gegen Blasenentzündung, ne, ganz bestimmt nicht. Und dann gibt es noch die Maske von Lady Green. Whoop. What? Ja, ich wusste, es ist teuer, aber so teuer, 18,89. Oh wow, diese klärende Bio-Reinigungsmaske aus Frankreich wurde für normale, unreine und fettige Haut entwickelt. Die Formulierung beruhigt die Haut und sorgt für ein strahlendes, gesundes Aussehen und verfeinert die Poren. Tipp, die Reinigungsmaske in einer dicken Schicht aufs Gesicht und Hals auftragen, dabei die Augenpartie auswählen. Sicher. Nach 10 bis 15 Minuten Einwirkung gründlich abspülen, das Gesicht sanft abtrocknen. 19 Euro. Ja, das ist auch noch ein Plastik drauf. Okay, heißt das dann... Oh, hier. Produkt im Gesamtwert von 58,32. Okay, so. Die Box ist ungefähr zweimal so viel wert, wie es kostet. Okay. Ich mag sie, sie ist aber nicht meine Lieblingsbox. Meine Lieblingsbox ist immer noch die Goodiebox. Obwohl ich letztes Mal auch nicht so begeistert davon war. Aber das passiert halt mal. Ne? Gut, das war's dann für die Fairybox. Und ja, diese Woche kriege ich noch eine Box rein. Freue mich schon drauf. Und ich freue mich, wenn ihr abonniert und mir einen Daumen gibt. Einen festen Daumen. Und ja, bis zum nächsten Video dann. Tschüss.